Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Hoffentlich bleibt's stabil, hoffentlich bleibt's synchron und an meinen Seiten sind der Wanda. Hallo. Die Enno. Hallo, du Kleiner. Und unsere Chefin Inao. Guten Tag. Boah, dieses Fahrzeug gab's auch in GTA San Andreas, oder? War das hier? Ja. Ja, ne? So einen ähnlichen. Ich weiß nicht mal die Morgue, aber sowas gab's. Nee, ich glaube, wir meinen den gleichen. Ranger Lure. Ich. Oh, hör mal, auf so viel San Andreas habe ich nie gespielt. Oh, doch. Viel zu viel. Nee, nie genug. Ich habe GTA 4 viermal durchgespielt. Du müsst ja viel Zeit gehabt haben, um irgendwelche komischen Computerspiele zu spielen. Ich war Arzt. Mhm. Meine Patienten haben auf dem Tisch gelegen. Da war die Behandlungsmethode. So, abwarten, bis er ausblutet und dann ist er tot. So während des Röntgens einfach mal auf dem zweiten Bildschirm was zocken. Ja. Ah ja. Ich hab Tudors Sicht, da hatte praktisch den Joystick von dem Spiel in der Hand oder den Operationsroboter. Ich habe meine Kenntnisse für den Abschluss bei Search and Simulator bekommen. Oh Gott. Das tut schon weh. Ich glaube, ich will nicht mehr irgendwie bewusstlos werden. Stopp. Ich steig hier gleich aus. Warte mal, fahr noch ein Stück zurück. Da haben wir, glaube ich, eine Treppe gehabt. Ach genau da. Genau hier links. Ja. Es ist das eine Treppe und kein Weg. Ist ein Geländefahrzeug. Von hier aus gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, okay, wir können auch den Bewohnern hier auf den Nerv gehen. Ich glaube, hier wohnt keiner mehr. Das Haus ist doch noch gut. Ah ja, dann haben wir es wenigstens enteignet. Okay. Okay, ich sehe angepasst, dass... Ich sehe das Drohnenstörgerät direkt. Ja, links vor uns. Wachtürme, Lagerhallen und... Okay, kommt ihr da irgendwie ran von hier aus? Ja, sollte möglich sein. Wir müssen schauen, ob wir über die Zäune kommen. Die sind mit Stacheldraht versehen. Aber ich glaube, hier kommen wir gut von oben rein, oder? Wir dürfen auf keinen Fall auffliegen, weil sonst haben wir einen Kampfhubschrauber der Apache-Klasse gegen uns. Okay, dann schauen wir kurz. Nee, leider kommen wir nicht drüber. Kein Weg. Ist dort rechts von uns am Wachturm ein Eingang? Ich glaube, ja. Ja, da ist direkt bei dem Heli ist ein... Bei 05, Ding. Oder? Ja. Allerdings auch... eine Wache. Und eben von der Straße aus ist natürlich... Also von der Straße gibt es zwei Eingänge. Das ist bedauerlich. Ich glaube, es ist halt äußerst wichtig, dass wir hier halt nicht entdeckt werden. Ja, in der Tat. Das ist dieser scheiß Stromgenerator für die Hälfte hier. Ist jetzt noch nicht gesichtet. Hoppla, links feindlicher Heli. Also ich bin jetzt mit Endo bei der Lichtschattengrenze bei Turm 5 im Eingang. Passt auf Turm 5 sitzt noch einer oben drin. Ja, auf der anderen Seite des Helipads. Okay. Und am Helipad sind Leute. Ich hab noch ein Tango. Und da ist Ziel Nummer 3. Bewegt er sich raus? Eins im Sichtfeld? Ja. Also der bekommt auch gerade Gesellschaft von den 2, glaube ich. Die 1 könntet ihr ausschalten, wenn es nicht zu laut ist. Okay. Mhm. Vorrücken? Ist von hier aus leider schwer zu sehen, das ist ein Baum im Weg. Aber ich sehe sonst außer dem Turm keinen weiteren oder ist er tot? Der Turm lebt noch. Okay, ist mittlerweile äußerst vorsichtig sein. Ne, leider nicht. Ah, da ist er doch, ich sehe ihn. Okay, ihr habt die neue 1, die direkt am Helikopter vorne links steht. Positiv. Ja. Wenn ihr euch zu den Betonwänden begebt, dürftet ihr euch nicht sehen. Ne, sie geht auch gerade weg. Mit dem Rücken zu euch. Also, wenn ihr der Mauer folgt, bis zu diesen Betonklötzen,
Ich würde aber gerade abwarten. Ja, okay, jetzt steht sie wieder mit dem Gesicht zu euch. Kurz noch warten. An den Betonklötzen selbst befinden sich aber keine Personen, oder? Nein. Gut. Wir sind nicht. Okay, die 1 kommt in eure Richtung. Die wird um den Hubschrauber patrouillieren. Ich denke auch. Siehst du, wie das aussieht? Kommen sie in unsere Richtung? Richtig? So. Nee, okay, jetzt müssen wir folgen. Sollen wir sie versuchen zu überraschen? Ich hab euch im Blick, also wenn... Das Problem ist, wenn sie hier fällt, liegt sie halt offen auf dem Heliport. Ich kann halt jetzt gerade von meiner Position aus den gesamten Heliport einsehen. Falls hier irgendjemand auftaucht, kann ich ihn wegknallen. Also sehen Sie es nicht. Haltet euch bereit und wenn sie euch den Rücken zudreht, dann jetzt laufen. Weiter der Mauer folgen. Und okay, ihr seid aus dem Sichtfeld. Mein Vorschlag wäre gewesen, eventuell die Wache zu überrumpeln und hier hinter den Sandsäcken K.O. zu schlagen. Okay, jetzt ist die Wache im Hangar wieder. Okay, dann hat sich das erledigt. Das Gebäude habe ich noch nicht überprüft, was ihr da vor euch habt. Ich weiß nicht, ob da jemand drin ist. Das Grüne. Seid vorsichtig. Sowohl das Grüne als auch dieses gelbe Blechding. Okay, ich bin am... Das Gelbe scheint leer zu sein. Ich sehe hier anscheinend ein Flugabwehrgerät. Ja, kümmern wir uns später drum. Dann, ich rücke weiter vor. Ja, Vorsicht mit den Fenstern. Ja. Okay. Das nächste gelbe Ding solltet ihr ansteuern. Das könnt ihr von da aus sehen, ob da jemand drin ist? Ja. Negativ. Doch, doch, mit dem... Gut, ja, von hier aus. Also ich meine jetzt den, wo der Typ am Geschütz steht. Ich sehe gerade nicht, was du meinst. Das ist so ein Haus mit einem Tarnnetz auf dem Dach. Das ist die falsche Richtung, weiter an der Mauer lang. Da, wo du erst lang gehen wolltest. Ach so, genau. Da. Mhm. Ich bin hinter der Mülltonne. Ich sehe in dem gelben Container keinen. Container ist sauber, ist nur eine kleine Lagermöglichkeit. Gut. Einer von euch ist schon hinter dem gelben Ding. Positiv. Wann war ich, rück mal vor, dass du auch hinter dem Ding bist? Passt mit der 2 auf. Die Frage, wo die 2 jetzt hingeht. Ansonsten habt ihr Sandsäcke vor euch, also Richtung Trainingsparcours. Ja. Links Richtung Amaria, positiv. Genau. Da immer schön hinterbleiben und wenn ihr dann weiter nach links folgt. Mir zuckt's gerade im Zeigefinger. Du meinst die 2 auszuschalten? Nein, die steht da so schön. Ist leider schwer zu sagen, ob die alleine ist. Außerdem ist es kritisch, ob du das Fass dahinter triffst. Es war auch nicht meine Intention, die 2 zu treffen, sondern das Fass. Das ist nicht Sinn der Sache. Okay, er bewegt sich. Ja, er kommt auf euch Aufmerksamkeit. Zu. Eine zweite Person kommt. Ziel Nummer 5. Okay, die 2 bewegt sich nicht weiter. Die 3 habe ich. Aktuell noch Unidad Heli. Seht ihr euch? Nein, das Heli Points. Wachturm 6. So, da zieht dort seine kleinen Kreise. Scharfschütze könntest du denn die Person auf Turm 3 ausschalten? Danke. Warum? Er ist tot. Die 4 bietet sich auch gerade an. Schläft. Gut. Und auf dem benachbarten Turm rechts auch. Hä?
Okay, jetzt ist er gerade wieder weggegangen. Er setzt seine Patrouille fort, geht zurück zur ursprünglichen Position. Ja, die drei ist in der Amaria geblieben, oder? Ja. Ja. Okay. Ihr könnt schon mal zum nächsten Sandding Sandsack gehen. Genau, Sandsack. Wir könnten, glaube ich, sogar fast bis hinter die das Drohnenabwehr-Dings gehen, oder? Ja, dann geht. Weiter. Weil sie befindet sich laut dem Scan in der Amaria ohne Hinterausgang. Stopp! Okay. Okay. Kann man dieses Gerät ausschalten? Enno, du bist doch der Experte. Muss ich mal schauen, es gibt verschiedene Modelle. Aber hier ist ein Schalter. Ja, einfach die zentrale Stromversorgung des Dings abschalten. Okay, was habe ich damit ausgeschaltet? Das gesamte Gerät, das war die zentrale Stromversorgung. Achtung, die drei setzt sich in Bewegung, kommt aber nicht auf euch zu. Wir sind wieder hinter den Sandsäcken. Okay, sehr gut. Von hier aus werde ich jetzt mit der Drohne loslegen. Drohne fliegt. Scheiß Mörser. Die jetzt markierte 4 müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Der hat einen Mortar da. Ist über uns. Mhm, da müssten wir aber eigentlich gut hinkommen, Enno. Wenn ihr rechts am Gebäude lang geht, da ist eine Treppe. Ist das sicher? Okay. Ich sehe nicht, ob im roten Gebäude einer ist. Ich guck mal schnell. Aber ansonsten ist sicher. Also im Sichtkegel ist, glaube ich, keiner. Ja, könnt zur Treppe. Aber passt mit dem Typen da oben auf dem Dach auf. Kann den Mörser ausschalten. Ja, da schaut in unsere Richtung, so halb Richtung ja, Treppe. Das wäre nichts für uns. Besser dann. Direkt seinen. Ist dann, wo steht der Mörser? Also wo steht die Munition von dem Ding? Hinter ihm? Ja. Hinten, ja. Hinter der Schwarzen. Auf 2. Das da und ja. Okay, dann. Vermiet das Ding. Genau. Okay. C4. Direkt C4. Hey, no? Oh, ich tu eine Haftmine hier hinlegen. Ich würde eine Mine hinlegen, ja. Ist sicherer, weil dann, wenn einer hinläuft, macht's bumm und es kann nicht auf uns zurückverfolgt werden. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. Okay, weg hier waren wir. Okay. Mine ist scharf. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir uns auf einen der nummerierten Türme 1 bis 4 begeben. Von dort haben wir einen guten Ausblick auf die zweite Hälfte des Lagers. Okay, dann geht auf die 4. Gemeinsam? Raum 1 leer. Die 4 ist angenehmer für euch, denke ich. Angenehmer zu erreichen. Ja. Hier sind erstaunlich wenig Leute in dem Lager. Noch, die sind wahrscheinlich alle gerade auf der anderen Seite. Meinst du, was ich hier am Arbeiten bin, damit ihr erstaunlich wenig Leute habt? Ist trotzdem immer noch erstaunlich wenig Leichen. So kann man es auch. Achtung, da bewegt sich die 3 auf euch zu. Ich bin oben. Ist jetzt unter eurem Turm, geht aber nicht rein. Geht weiter die Straße entlang. Ist sie jetzt auch im Visier? Ist zu mittig auf der Straße. Nicht, dass da ein Auto vorbeifährt. Aber wir sollten die im Blick behalten. Okay, Reaper und ich werden auch vorrücken. Da ist die 5. Ich würde lieber gerne erst noch hier bleiben. Von hier aus habe ich besseren Überblick. Meinst du, du kannst auch die zweite Hälfte vom Lager gut übersehen? Das ist eine mit Maschinenpistolen. Das da hinten rechts, das kann ich nicht einsehen. Dafür muss ich später vorrücken. Aber das kann ich generell nur von irgendwelchen Brücken aus sehen, oder? Ja, ich müsste da, wo der Antennenturm ist, da müsste ich hoch. Ja, das hinten rechts machen wir später. Erstmal kümmern wir uns jetzt auf die. Um die Sache auf der anderen Straßenseite. Aber das da drüben, ich müsste halt auf die gegenüberliegende Seite der Straße und da auf die Felsen hoch. Da links. Ja. Da links. Ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Da, wo die 4 ist, wenn du quasi um die 4 rum den Berg hochgehen würdest, das wäre, glaube ich, der bessere Weg dann. Ja, genau da. Dann rück ich mal vor. Ja.
folge dir. Wieder so ein beschissener Monsunregen hier an. Naja, Monsunregen ja. Ist. Ja, das ist die Vorstufe, pass mal auf. In einer Viertelstunde geht hier die Welt unter. Denk an die Tarnung, die kann bei Wasser nicht reagieren. Hubschrauber? Scheiß Billigqualität aus China. Ja, sag das nicht, das sind Prototypen aus eigener Produktion aus USA. Nummer 1 ist anscheinend mit einem gepanzerten Fahrzeug jetzt unterwegs. Okay. Oh Scheiße! Oh mein Gott, ich habe eine Explosion gehört. Was ist passiert? Das war eine fucking Granate. Deine Position, Reaper, damit ich... Ignoriert mich, bleibt in Position, bleibt auf Position und nichts machen. Nein, ich meine wegen der Heilungszone, aber ich sehe dich schon. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Du bist bei der Tankstelle, oder? Positiv, ich laufe in die Tankstelle rein und versuche sie zu halten und alle zu mir zu locken. Wir haben hier Rebellen bei uns, die kommen gleich in deine Richtung gefahren. Die scheint zu unterstützen. Bist du komplett aufgeflogen, Reaper? Ja, das sind auch Rebellenfahrzeuge. Okay, wir bleiben bedeckt, du lockst die weg. Das ist eigentlich ein Vorteil für uns. Eigentlich ist das nichts Schlechtes gewesen. Ja, für uns zwei vielleicht, aber... Du weißt, wie hartnäckig der Sniper, die 4 ist down. Achtung, da ist ein Heli. Wenn er einfach über die Berge wieder verschwindet und dann wieder reinkommt. Unidad, ich nutze die Gelegenheit mal und hol den Heli vom Himmel, wenn ich ihn sehe. Das ist aber mal ein Sturm. Achtung, da kommt ein gepanzertes Fahrzeug. Ich werde mal wieder mit der Drohne gucken. Oh. Bitte jetzt noch was anzieht. Ja, vielleicht hattest du doch Endo mit dem Monsun. Ja, also es ist kein einfacher Regenschauer. Ja. Das ist so, auf jeden Fall. Der Heli ist weg. So, jetzt versuche ich die Berge hochzukommen. Da müssen wir wohl durch den Monsun, über die Zeit, bis ans Ende der Welt. Oh Gott! Bitte! Bist du zu lange in Deutschland gewesen oder was geht ab bei dir? Emo. Der Reit befindet sich wieder unter uns. Bist du immer noch verfolgt, Weeper? Kann ich nicht sagen, aber ich glaube nicht. Ich befinde mich jetzt in den Bergen. Warte lieber noch einen Augenblick. Da kommen aber zwei Leute den Berg hoch. Ich gehe jetzt erstmal in die Tarnung. Drei. Versuche mich hier zu verstecken. Vier. Ja, ich zähle vier Tangos, die den Berg hochgehen. Fünf. Ja, die krepeln da alle so zwischendrin rum. Ich nehme mal ein paar Markierungen weg und markiere das. Das war jetzt uncool. Was? Die zwei Markierungen vor mir hätte ich gerade noch gebraucht. Was ist das? 1, 2, 3 und 4? Sind die alle auf dem Weg zu mir, oder? Nein, ich habe dir die von eben nochmal markiert. Achso. Die 1 und die 3 nehme ich nochmal weg. Genau, und da wo die 1 und 3 ist, da ist eine 5er-Gruppe mindestens. Ja, einer ist schon wieder auf der Straße. Ne, drei Leute sind schon wieder auf der Straße. Ja, die 1 rennt auch von mir weg, die findet mich nicht. Puh. Ein Hoch auf den Tarn. Kann man sich ja glatt nochmal die Schweißflecken von der Stirn wischen. Ja, das macht wenn meine Stirn dran käme, da ist Metall im Weg. Na, die 1 flitzt nochmal los, aber... Kommt einer von euch an die 2 dran? Negativ. Ja. Wir hatten gerade einen Funkspruch abgehört mit Sturmangriff. Einer der Wagen der Unidad hatte eine Leiche von sich auf der Motorhaube. Ich begebe mich nochmal ein Stückchen weiter weg, weil die auf mich jetzt zukommen langsam. Also haben die wahrscheinlich... Oh ja, ich sehe die Position des Overwatch. So, Gefechtsbereitschaft aufheben, die Jungs, die finden mich nie. Ja, aber mich haben sie jetzt gefunden. Position? Ich laufe in die andere Richtung über den Berg. Siehst du das Kreuz bei den Bergen? Das Kreuz? Nein, ich meine Weeper. Ich sehe im Moment nur eine 1 und eine 3 da hinten, wie aufgefreckte Hühnchen durch die Gegend rennen.
Die dürften mir folgen. Ich habe jetzt die Position verloren von Overwatch gerade. Ich gehe weiter den Berg entlang, damit sie mich nicht... Sie erreichen unsere alte Position. Achtung, Heli über dir. Okay, weil du bist außerhalb meiner Wiederbelebungsreichweite damit. Commander, ich hätte noch die Sprengdrohne. Eventuell könnte ich damit für Verwirrung sorgen. Du könntest den Heli versuchen wegzusprengen. Ich denke, das wäre keine gute Idee, wenn ihr auffliegt. Aber würde man damit auffallen? Damit würde man doch nur Aufregung an der Position des Gegners verursachen, also bei 1 oder 3. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber okay. Du bist beim Container Overwatch? Ja. Okay. Das ist so ein komischer Container mit Holzlager. Den... Wir werden Wir? Irgendwie kriege ich eine Anzeige für Sicht. Vielleicht der Heli. Ich leg mal eine Haftmine an unseren Eingang des Turms, oder? Ich höre einen Geschützturm. Ich bin durch den Abschuss des feindlichen Helis über Overwatch bin ich nochmal aufgeflogen. Ich kümmere mich drum. Feindliches Fahrzeug auf der Straße. Okay, ich habe ihn die Haftmine nicht ganz an den in des Turms gelegt. Wann war Vorsicht? Die Unidad-Soldaten sind ausgestiegen. Teils Entwarnung rennen Richtung Tankstelle. Ihr habt einen direkt unten an eurem Turm. Der läuft da rum, geht aber nicht rein. Wenn er reingeht, ist auf der zweiten Ecke das der Treppe eine Haftmine. Du meinst die 1 jetzt und die 2? Ja. Die 1 steht direkt an der Wand. Die 1 kriegen wir nicht, die 2 ist in der Halle. Reaper, wie geht's dir? Ich glaube, du lebst noch, oder? Mir geht's ganz gut, soweit. Ich stehe allerdings unter einem massiven Beschuss. Ich versuche mal mit meiner Drohne bis zu dir zu fliegen, um zu gucken, ob ich dich wiederbeleben könnte. Könnte ich auch. Die 1 rennt jetzt auch zu dir, ja. Bei ist jetzt immer noch Apache am Turm. Ausgeschaltet. Kümmert ihr euch um die Mission? Ich halte hier so lange durch wie möglich. Irgendwann geht ja aber auch die Munition aus und. Och, hier liegen genügend Leute rum, die hier auch noch Munition dabei haben. Okay, Vorsicht, die 2 ist jetzt auch zu dir unterwegs. Wie wollen wir weiter vorgehen? Das sind jetzt über 10 Personen da. Ich denke, du solltest abhauen, Reaper. Tango am Boden. Zumal die immer wieder deine Position verfolgen werden. Ja. Oh oh. Ich komme so ohne weiteres nicht mehr weg. Ich bewege mich wieder in eure Richtung. Du könntest auch die Flucht ins Lager wagen. Moment. Wir holen Verstärkung. Hol du doch Verstärkung von den und Ablenkung von den Rebellen vielleicht. Das ist eine gute Idee. Du könntest sie zur Straße locken. Also die Jungs sind tot, die hier mich aufreiben wollten. Hier liegt eine Menge Totes. Ja, aber ich habe hier unten an der Straße gerade einen Schattenrennen sehen, ja. Genau die 2. Solange ich mir immer schön meine Munition hier hochbringe, ist alles gut. Hab ihn. Du nutzen sie alle dieselben Kugeln. Ja, ich sag ja, ich kann hier schön alles plündern, das ist. Oh. Wo kommt der denn her? Der Feind hat Tarnungen. Festbereitschaft. Negativ, den hab ich vorher gesehen. Also ich habe ihn nicht gesehen. Ja, ich bin mit der Drohne direkt hinter deinem Kopf. Was? Um dich wiederbeleben zu können, falls dir was passiert. Also, bei der 1 sind 2 Personen, die sich nicht mehr bewegen können, weil sie auf einem mini kleinen Fleckchen stehen. Achtung, 2 kommt hochgerannt. Okay, wir brauchen weitere Vorgehensweisen. Ja, es ist schwierig. Also in die Richtung von der jetzigen 1. Da bis zur Felswand, da ist ein Eingang in den Berg. Wir müssen in das unterirdische Zentrum. Es wäre halt die Frage. Okay. Ob wir Reaper damit jetzt allein lassen und weiter vorrücken? Mir geht's gut, hier oben ist nichts mehr. Ja, ich hab Reaper die Drohnenunterstützung jetzt nochmal beendet. Alles gut. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber sehen tun sie mich nicht. Okay.
Ja. Wir sollten auf jeden Fall die Nacht ausnutzen dafür. Und ja, den Regen. Okay, Reaper hält die Stellung und wir müssen mal gucken, ihr beide würdet dann vorrücken in den Berg. Okay, über welche Eingänge sollen wir gehen? Direkt über die Straße wäre wohl zu gefährlich. Ja, eigentlich hätte ich gesagt, links über um die Schienen. Über die Bahnschienen, ne? Ja, aber da sind Reapers Freunde einfach zu zahlreich. Ich denke, das kommt nicht gut. Also doch Haupteingang. An die drei komme ich nicht mehr dran. Ja, der Haupteingang ist, glaube ich, verlockender. Wenn wir da reingehen, müssen wir aber vorher das Licht ausmachen. Ja. Das ist das geringste Problem sein. Reaper, kommst du an die 4, dass du die ausschalten kannst? Wo ist denn die 4? Ja, da ganz hin. Wie sieht es mit Turm 1 und Turm 2 aus? Negativ, kein Sichtkontakt. Mal kurz in die Türme rein. Turm 2 ist keiner mehr. An die 1 könnte ich jetzt drankommen. Setze Drohne ein. Turm 1 sieht auch sauber aus. Enno? Tätige, ja, wann war? Da geht gerade eine Person in unserem Turm rein. Scheiße. Das in welchem Turm seid ihr? Wo seid ihr? Noch eine 4, Person. Turm 4. Nee, Turm, das sind zwei Personen, die bei uns reingehen. Ich bin gerade per Zufall mit der Drohne rausgegangen. Lasst sie hochkommen, wenn ihr ganz oben seid, lasst sie hochkommen. Die kommen nicht weit. Ich bin oben an der Treppe. Da kommen noch mehr. Zwei Personen mindestens im Turm, eine weitere unten. Ich glaube, wir sollten das tatsächlich Reaper machen lassen, damit die nicht wissen, dass hier oben Leute sind. Erster Gegner ist oben. Ja. Fuck! Oh. Feuerfrei, ihr müsst. Okay, wir müssen den Turm wechseln. Oder die Position. Vorgehensweise? Stimmt. Wir können nur runter. Ja, erstmal runter. Die 1 wartet da auf euch. Okay. Auf dieser Seite des Geländes habt ihr erstmal nicht zu viel zu befürchten. Die sind alle unterwegs. Turm? Wollen wir in die 3? Ich würde noch weiter. Also 2 oder ich würde in die 2. 1 sogar. 1, ja. Okay, dann links an der Mauer entlang. Hinter der, ja. Phase. Hier ist genug Deckung. Moment. Ich bin auf Höhe 2. Okay, Achtung, wartet. Da ja, kommen Autos. Ich zähle 5. Ja. Fuck. Oh nein, das war Enno. Wann war sicherlich. Moment. Sicher dich ab, bevor du ihn wiederbelebst. Ich bin hier im. Leg eine Mine oder so. Ja, hab ich. Ich bin im Turm. Bis die bei mir sind, bin ich bei Enno. Oh. Der ist direkt am Eingang des Turms wahrscheinlich so, ne? Oh Kacke, ich bin entdeckt. Ja. Jetzt wird's hart, jetzt wird's hart. Moment, ich muss mich absichern, mir geht's gerade nicht so gut. Verfluchte Scheiße. Overwatch, wo ist der zweite Mörser? Die 4 sitzt auf dem zweiten Mörser. Da kommt ein Hubschrauber. Irgendwo da. Enno, geht's dir besser? Hier unten sind noch mehr als genug Gegner. Oh Gott. Schrei einfach nochmal. Ich höre Mörser. Mist, Granate ist tot. Ich höre noch Granatenbeschuss. Das muss die 4 sein, die schießt. Ist sie auch. Ich kann mich nicht ordentlich bewegen. Ich stehe unter Dauerfeuer. Die Rebellen kommen und lenken sie ab. Alles klar, Cooper. Jemand kommt zu der Position. Ich bin getroffen. Haltet euch, versucht euch ein bisschen in Deckung zu halten. Du, so gut geht's. Back. Aus. Ich bin immer noch oben an Turm. Ich glaube, 3 ist es. Enno? Ja, ich bin noch am Leben. Oh nein, hier ist Mörserbeschuss. Aber im Turm ist es gut. Ja, bleibt in Deckung. Oh Gott. Einfacher gesagt. Oh, ich habe ein Problem mit dem Heli. Welcher Heli? Wo kommt der denn her? Da ist doch. Das ist der Apache. Bist du?
du denn warst. Der Heli ist weg. Okay, danke. Oh, scheiße. Enno ist wahrscheinlich wieder am Fuß des Turms, oh Gott. Ja. Durchhalten, Mörser schießt wieder. Ich muss einfach hier, ich sehe ihn jetzt nicht genau. Aber es ist ja ein großer Raum. Hat sich getroffen, Enno? Ich glaube. Nee, du musst da, wo jetzt die 1 ist. Da war er zuletzt. Okay. Könnt ihr mir alles fernhalten, dass ihr nicht in den Turm reinkommt? Ich sehe ihn nicht. Ich versuche gerade erstmal euren Mörser loszuwerden, damit ihr euch. Einer kommt reingelaufen, wann war? Der ist schon auf Hälfte Turm. Nee, oh, der ist direkt vor mir. Moment, ich kümmere mich darum. So. Der Mörser ist weg. Ich vermute, der Turm, wo die ganzen markierten rumeiern, stimmt's? Yep. Und auf dem Weg. Ich muss sowieso da runter, ich habe keine Munition mehr für meine Pistole. Oh, Gottes Willen. Granate fliegt, nehmt das. Ich muss runter. Scheiße, sind hier noch viele Leute? Über oder unter mir? Okay, danke. Unten dürften noch ein paar Leute sein. Okay. Ende, ich brauche deinen Herzschlag. Oh, scheiße, hier kommt man ja gar nicht rein. Da versteckt sich einer auf der anderen Seite beim Turm. Moment. Das kann nicht mehr so weit sein. Du bist doch hier ganz in der Nähe. Da. Ah. Wenn du zielen könntest, hätt's mich nicht erwischt. Das sind ja. Okay, Position wechseln würde ich vorschlagen. Ja, das Problem ist, das ganze Lager ist abgeschreckt. Mhm. Jetzt eine sichere Position finden wird nichts Leichtes. Nutzt die Chance und geht auf die andere Seite. Kommt zu mir. Ja, Reaper wartet da in der Einfahrt auf euch. Ah, das ist die Party, okay. Also enttarnt euch, ihr kommt rüber. Huh. Achtung, Zug kommt. Oh, nein. Vorsicht, Wanda. Nicht auf die Schienen. Vorsicht, Wanda. Ich nehme es müde, der Kerl. Ja, wir haben es doch schon am Anfang unseres Einsatzes hier gesehen. Aber nach der Mission hier brauche ich definitiv eine neue Kevlar-Weste. Also ich habe ein paar Kügelchen. Wo kommt ihr denn? Wo kommt die denn her? Sind die vom Zug gesprungen? Der eine hat den Robert Enke gemacht. Ist hier irgendwo Munition? Weil so langsam brauche ich doch welche. Hier drin, glaube ich. Ja. Ich fühle mich auch ein bisschen beobachtet. Wäre das Geschütz vor der Armorie oder was das? Ne, das ist ein. Das ist das Gebäude. Das Ding ist leer. Okay. Sniper oben im Turm. Markiert. Jetzt aber. Tango am Boden. Ich werde älter. Ja, du bist es nicht schon. Wer schießt denn hier? Irgendjemand schießt immer noch. Achso, das. Das sind die Lichter. Sucht erstmal nach Munition, danach haltet ihr euch links ein bisschen mehr, sodass ihr da zur Felswand kommt. Ich meine, hier ein Auto Gebäude unteres Stockwerk habe ich was gesehen. Da ist ein Auto vorgefahren. Sieht aber. Doch, da sind Unidad. Ja, prima. Wir kommen Richtung euer Haus. Ich kann gar nicht glauben, dass es nur 3 gewesen sein sollen. Weiblich, dass es nur 3 waren. Ist erledigt. Ja. Einer noch. Da hat's Puff gemacht. Das war ich. Ja, wird er. Der wird gleich das Maschinengewehr besetzen. Geschützt bemannen, ja. Ah, Köpfchen raus. Noch ein Auto kommt. Ja, ich glaube, da werden immer mehr kommen jetzt. Ja, also wenn ihr könnt, dann lauft Richtung 4 von der Richtung her. Okay, ich gehe über hinten zur 4. Wer ist bisher noch nicht aufgeflogen von uns dreien? Achso, von euch drei. Von uns dreien, das du nur. Vorsicht, von der Straße. Ja. Geschützt ist vor uns, ist nicht mal bemannt.
Achtung, es knallt. Okay, wann war Warte erstmal? Ja. Ich glaube, man weiß nicht mehr, wo ich bin. Da ist so eine kleine Baumgruppe Richtung Felswand und Richtung rote Häuser. Da befindet sich Wanwa. Ich höre hier doch einen Helikopter. Nicht mehr. Oh. Der kommt. Serienluftabwehrsystem. Fast wie neu. Ja, nicht mehr lange. Da hast du. Naja. Oh. Da kommt von wo? Ein Wagen ins Lager. Haupteingang. Der Kerl ist hin. Von hinten! Von hinten! Straßenleiter! Shit! Ich nehme wieder meine Granaten aus, das ist uncool! So. Wann war es vermutlich dann noch nicht aufgeflogen, richtig? Nein, ich glaube, man hat mich wieder verloren. Ich werd gesehen. Shit! Oh nein, deine Position war nicht. Ist der Heli! Verfehlt. Durchhalten. Erwischt. Shit! Ich kann gerade nicht gucken, da fährt aber wieder ein Auto rum. Ja, wir hören uns das Geschütz. Ich habe eine Sprengdrohne, soll ich versuchen ranzukommen? Kannst du. Okay. Am Sprengdrohne reicht an. Ich übernehme. Oh. Eingang gesichert. Da ist Nummer 10. Ich glaube, sie haben meine Position verloren. Weitere Heli im Anflug. Selbe Position wie letztes Mal. Ja, ein Apache. Ach, halt doch still! Ich hab mich bei euch auf die Seite begeben. Also, lol. Okay. Wir werden gesehen. Ich werd gesehen. Haupteingang, kommen wieder Leute rein. Ja, da sind wieder Autos. Feind am Boden. Ah. Oh. Entschuldigung, komm gleich. Ich bin schon auf dem Weg. Fuck. Ah. Gut, hier vorne sind noch Gegner. Zwei Fahrzeuge bei euch, ein Haupteingang. Null Fahrzeuge jetzt. Ich übernehme das Fahrzeug. Und tschüss. So viel Unidad könnte es doch gar nicht geben. Das soll doch das Hauptfahrzeug hier sein, oder täusche ich mich da? Ich habe hier eine rote Markierung, als wir das abgehen wollen. Jetzt kommt von nichts. Anderen Seiten auch noch. Also von den Schienen kommen jetzt noch. 2 und 1. Ja. Wobei erstmal nur die 2, die 1 steht da ganz gechillt schon drin. Wenn Overwatch und Wanwa die Chance haben vorzurücken, sollen sie das tun. Enno und ich kommen hier eigentlich ganz gut klar. Ich bin hinter euch. Wenn ihr nach hinten auf das rote Haus guckt, bin ich da. Ah ja, ich sehe dich. Ja, wir sehen dich. Munition wird. Ja, wir sollten nicht zu ihm gehen. Munition habe ich gerade nochmal auffüllen können hier. Ich würde am liebsten noch mal kurz in das Gebäude rein und dann noch mal eben schnell. Oder hinter zu dem. Warte, wir waren nicht ins Gebäude. Links hast du die Fahrzeuge, da sind noch einige Leichen. Vielleicht hast du da noch Munition. Nee, ich glaube kaum, dass die Granaten dabei haben. Ja, sagt das nicht, manche. Zwischen den roten Häusern befindet sich der Eingang in den Berg. In den ich roten. Weiß nicht. Sollen Wanwa und ich vorrücken oder nicht? Ich hab mal ein bisschen gegriffelt hier, mir geht's gut. Obwohl auch nicht sehr gut. Ich muss da rein, ich brauche mir Munition. Okay. Halte ich den Eingang im Blick? Also ich würde es empfehlen vorzurücken, weil ihr zwei seid wohl noch nicht wirklich aufgeflogen. Also dieses Gebiet hier ist auch so ruhig bei den roten Häusern. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Nee, ich habe auch keinen gesehen. Dann hätten wir wohl von Anfang an über die Seite hier gehen sollen. Da wäre die Spannung nur halb so groß gewesen. Aber dafür wäre die Anstrengung nicht so groß. Ich meine, stell dir vor, wir würden irgendwann unsere Einsatzberichte ins Internet veröffentlichen, dann müssen die Leute doch was sehen. Ja, das wird dann aber wegen Urheberrechtsverletzung geblockt. Ja, die EU gerade wieder, Artikel 13 und 17. Hör mir auf. Oh, falsche Richtung. Das ist der falsche Getarnte. Wo sind die anderen Getarnte? Da ist ein anderer Getarnte. Okay, wann kommst du zum Eingang? Ich glaube, ich sehe dich. Ja. Bist du das? Ja. Okay, ich komm zu dir. Mein scheint aber auch einen ganz schönen chilligen zu machen. Ja, der hat Nerven aus Drahtseilen. Oder es ist wieder so einer wie bei dem anderen Lager, der nach Würmern auf dem Feld gesucht hat.
Ja, okay, ich befinde mich bei Overwatch. Brauchen wir jetzt okay. Ist es so ein Wurmhirn. Dann rücken wir zusammen vor, ihr... Achtung. Tun wir nicht. Wir wechseln erst die Karten. Ja, okay. Tango Nummer 3. Dann... Reaper dran. Ja, dann hoffe ich, hat euch dieser Fail von meiner Seite und die braviose, wie auch immer, Weise der anderen gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es dann wieder heißt, willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Tschüss.